Jo, an dieser Stelle sind wir wieder zurück. Genau da haben wir das letzte Mal aufgehört. Haben hier unsere Workbench versenkt. Ofen haben wir auch noch mitgenommen. Den würde ich gerne hier platzieren. Bin mir nicht ganz sicher. Ob wir das eher zweckmäßig machen wollen und das hier auch noch zwei Öfen platzieren sollen. Können wir eigentlich. Sollen wir das ausprobieren? Wenn ich jetzt den und den noch hierher klopfe. Probieren wir dann mal was. Jetzt mache ich mal hier eine Torch. Hier auch. Die haben wir weg. So, dann haben wir doch irgendwo. Hier habe ich doch weißen Teppich gemacht. Den kann ich doch da drauf. Ja, sehr gut. So, und dann könnten wir hier hinten sollen wir da Wolle nehmen? Oder nehmen wir dasselbe Material wie der Boden ist. Dann könnten wir da ein bisschen was ablegen. Aber schön ist das dann nicht. Ach, wir machen hier hinten einfach. Dann nehmen wir jetzt einfach mal Wolle. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich schön ist. Wir machen es jetzt einfach mal. Und machen hier, was machen wir dann hier? Also irgendwie, ich muss auf alle Fälle hier unten mache jetzt mal das hier raus. Hier würde ich ganz gern, jetzt klopfe ich mal das hier so her. Mach hier mal verkehrt rum. Das mache ich noch nicht, jetzt besorge ich erst mal Wasser. Ich glaube, wir haben irgendwo einen Wassereimer bekommen. Wenn ich mich schwach erinnere. Ah ja, hier. Da müssen wir jetzt allerdings zwei, dreimal hin und her laufen. Was ich jetzt aber, ist mir jetzt egal. Funktioniert das überhaupt hier? Ach nee. Warum nicht? Ja, das ist ja zu dumm. Haben wir jetzt hier nirgends. Saublöd. Kann man das eigentlich nicht aus so einem. Schade.
kann doch jetzt nicht sein, oder? Sehr wahrscheinlich werdet ihr mich auslachen und sagen, wieso hast du das nicht so und so gemacht. Aber... irgendwie fällt mir jetzt da gerade nichts Besseres ein. Ah doch, wir haben da hinten... ja, viel besser ist... oh, ich kann gar nicht mehr laufen. Ich höre doch da was. Wo ist der? Ich muss schnell was essen. Wir müssen unbedingt, muss ich mir was zu essen machen. Das auch schnell machen. Junge, 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 an was man hier alles denken muss. Sechs, es gibt zwei Brote. Wirkt man kann man nicht mehr da. Die haben wir schon in unserer neuen Bude. Da werden wir jetzt mal schnell halt den Wassereimer da reinschütten. Jawohl. Dann backen wir schnell Brot. So, in der Werkbank. Backen wir Brot. Oh je, dunkel wird es auch schon wieder. Super Idee. Ich bin begeistert. Aber da, ja genau, da war noch Wasser. Wunderbar. Das schnappen wir uns mal. Vorbeigehen, schnell noch ein Schaf geschert. Und nichts wie... in die gute Stube. Zack, einmal schnell schlafen. Ja. Gute Nacht. Wunderschönen guten Morgen. Wir sind zurück und schütten Wasser in den Boden in der Küche. Hui, klappt ja schon. Ich bin begeistert. So. Machen wir das hier drauf und dann haben wir hier, ja, schick ist es nicht, aber zweckmäßig. Wir haben hier eine unendliche Wasserquelle, weil wenn wir hier einen so einen Dings aufstellen würden, so einen, ja, wie heißt es denn? So ein Kessel, dann könnte man da glaube ich dreimal Wasser rausholen, dann wäre das Ding voll. Sollen wir das so hoch machen? Wenn ich hier, das wäre vielleicht auch nicht wüst. Aber das machen wir dann später. Da mache ich mir einen Trichter und den klopfen wir dahin. Da schaut das eher aus wie ein Waschbecken. Haben wir jedenfalls mal hier drei Öfen. Da könnten wir uns dann noch Eisendruckplatten machen. Die legen wir dann hier drauf. Sieht auch ganz gut aus. Man könnte den ganzen Boden auch hier mit Öfen pflastern. Ringsrum. Hätten wir 8 Öfen um die Ding hier rum. Und dann würde das ausschauen hier von oben wie Fliesenboden. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber mein Ofen kann auch durchaus hier stehen. Wir sind hier in der Profiküche, da gibt es doch auch noch ein paar mehr Öfen. Und dann stellen wir uns auch hier einfach noch ein paar oder? Nee. So, dann nehmen wir
Egal, machen wir das so. Hallo? Tauschen? So, bitteschön. Wollen wir das oder sagen wir hier einfach? Ja, da sieht man die. Das ist auch nicht ganz so praktisch. Da sieht man die Torch. Folglich würde ich das vielleicht ganz, wenn dann so anbringen. Das auch so. Das so. Ja, brauchen wir Oberschränke, brauchen wir Dunstabzugshaube und so ein Seuchel, weil dann müssen wir die zwei Fenster rausnehmen und machen hier einfach zu und lassen hier von oben eine Dunstabzugshaube rüberlaufen. Naja, das überlegen wir uns noch, wie wir das am klügsten machen. Jedenfalls haben wir jetzt mal hier Öfen. Hier können wir dann nachher ein Badezimmer machen. Und da hinten würde ich dann gerne, wie gesagt, eben einen Raum reinmachen. Einen Durchgang. Wo wir dann, wie würden das aussehen, wenn wir hier eine Türe reinklopfen? Wir machen das hier einfach mal zu, hm? Ist doch egal. Das können wir ja wieder rausreißen, wenn wir wollen. So ein der Geiz. Macht es Sinn? Wer weiß das schon? Oder so eine Holzdecke. Jetzt lassen wir das einfach mal provisorisch hier mal zumachen. Ups. Sehr schöne Idee. So, dann schauen wir uns den mal von innen an. Na, ist doch nicht schlecht. Jetzt muss ja nicht so riesig sein. Wir kleiden das hier einfach aus und machen hier die Tür, machen hier eine Holzwand und machen dann hier in den Bergen neuen Raum. Ich würde es einfach mal behaupten, ganz so dämlich ist es nicht. Wir bleiben natürlich unserem Stil treu. Klopfen hier so eine Schwarzeiche rein. Haben wir noch eine Tür? Es ist ja. Wir haben noch so da noch eine Tür. Halt, ne, die wollen wir. Die möchte ich gern, wenn ich die. Ist es richtig, wenn ich die jetzt hier so rum reinmache? Ja, okay. So. Da rein und. Okay. Ja, ich habe jetzt hier gleich mal eine Reihe
Wobei, da würden mir eigentlich die Dinge besser gefallen. Das machen wir so nie, ne. Wie eine Art Keller, aber... Sollen wir jetzt hier... Ja, komm. Machen diese Folge mal einen kleinen Tick länger. Das nehmen wir mit, das. Was können wir noch mitnehmen gleich? Ich nehme einfach mal den Sand mit. So. Ich würde ganz gerne gleich einfach hier mal eine Kiste. Kiste machen. Und da machen wir doch den Boden, machen wir doch hier aus diesen Steinziegeln. Dann machen wir uns hier mit, haben wir noch irgend so ein helles Fichtenholz. Wie war das mit der Kiste? Ne, das war nicht. Die Kisten waren so. Dann stellen wir uns da hinten gleich mal, ich weiß nicht, ach hier, die Kiste her und packen da mal irgendwas rein. Sortieren können wir das später immer noch. Einen Eimer brauchen wir momentan auch nicht. Ich sehe schon, es gibt wieder heilloses Durcheinander. Mann, oh Mann. Ich weiß nicht. Na komm, das lassen wir mal da. Wer weiß, was wir jetzt drinnen noch alles machen. Eieieiei. Haben hier noch eine Kiste. Die packen wir hierher. Eine doppelte Kiste. Okay. Das können wir glaube ich auflassen. Es ist nicht so dunkel, dass da was spawnt, sondern... Ja, und dann würde ich jetzt ganz gerne hier eine Pause machen. Wird es eigentlich gerade dunkel? Jawohl, das würde sich ganz gut anbieten. Dann können wir nämlich dann gleich schlafen und sehen uns am nächsten Morgen wieder. Bis dann.